Hi, heute zeige ich euch den New Yorker Double Smash Burger mit einer selbstgemachten Aioli. Und wie man diese Geräte macht, zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr die Zutaten, die ich für den Smashed New Yorker Burger brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Wir haben hier 530 Gramm gehacktes. Habe ich beim Schwarzwald einfach mitbestellt. Habe ich dann immer im Eis und kann es dann entsprechend frisch auftauen. Des Weiteren habe ich hier dann noch 9 Scheiben Bacon. Das heißt, wir machen 3 Burger. Jeder Burger kriegt 3 Scheiben Bacon. Dazu machen wir eine selbstgemachte Aioli. Dafür habe ich hier schon die Zutaten stehen. Ein Ei, etwas Öl, natürlich Knoblauch und ein wenig Senf. Und dann machen wir in Ahornsirup geschmorte Zwiebeln. Das heißt, ich habe hier eine Menge Zwiebeln. Wir haben ein paar Jalapenos für die Schärfe, natürlich Ahornsirup, bisschen Butter. Später brauchen wir nur noch ein bisschen Cheddar, ein bisschen Salat für die Optik. Würzen werde ich das Fleisch später mit der Beef Rub von Pitmaster X. Und dann würde ich sagen, machen wir gar nicht lange rum und legen los. Beginnen möchte ich mit der Zubereitung der Aioli. Dafür brauchen wir als allererstes mal Knoblauch. Ich habe hier so gute 4 Zehen liegen. Die sind relativ klein, von daher ist das in Ordnung. Die werden jetzt erstmal geschält. So, wenn der Knoblauch geschält ist, nehme ich mir mit einem kleinen Messer diesen Keim raus, der da in der Mitte ist. Bei dem einen angedrückten kann man den sogar sofort rausziehen. Den Keim lohnt es sich zu entfernen, dann ist der Knoblauch, so sagt man auf jeden Fall, bekömmlicher. Und da wir hier eine ganze Menge an Knoblauch verwenden, schadet das Ganze sicher nicht. So, dann hacke ich jetzt den Knoblauch einmal grob durch und fülle ihn mir in ein hohes Gefäß, da wo ich gleich dann eben die Aioli drin hochziehen werde. Dann haben wir hier ein Ei. Wir könnten jetzt das trennen, dass wir nur das Eigelb nehmen, aber was machen wir dann mit dem Eiweiß? Also von daher nehmen wir einfach das komplette Ei. Dann habe ich einen Teelöffel Senf. Dann kommt noch eine Prise Salz damit dran. Dann haben wir das Ganze jetzt mit dem Mixstab schon mal vermischt. So, und jetzt habe ich hier 20 ml Olivenöl und 180 ml Rapsöl. Wenn ihr Aioli macht oder Mayonnaise generell und einen kleinen Oliventouch dran haben wollt, sind so 20 ml vollkommen okay. Nehmt auf jeden Fall nicht nur Olivenöl, das wird sonst eine ziemlich intensive Geschichte. Deswegen 20 ml Olivenöl, 180 ml Rapsöl und die werden jetzt ganz langsam, während der Pürierstab läuft, mit dazugegeben, dass wir eine schön feste Aioli bekommen. Oh ja. Schaut euch das an, wir haben richtig schön feste Aioli gekriegt, da läuft nichts raus, das ist hervorragend. Und hui, da ist ordentlich Knoblauch am Start. Aber das soll ja auch so sein. Perfekt. Die stelle ich jetzt natürlich erstmal wieder kalt. Hier ist ja frisches Ei drin, da machen wir keine Späße mit. Und weiter geht's. Als nächstes kümmere ich mich um die Zwiebeln. Ich habe hier einfach ein paar Zwiebeln geschält, halbiert. Und die werden jetzt einfach gerade klein geschnitten. Da müssen wir uns jetzt auch nicht die übelste Mühe beigeben. Wir werden die gleich in der Pfanne braten, zusammen mit der Butter. Und dann später natürlich auch dem Ahornsirup. Das ist ein unfassbares Topping für den Burger. Und damit wir da noch ein bisschen Schärfe rankriegen, habe ich hier, wie gesagt, so ein paar Jalapenos liegen. Die werden wir damit runtergeben. So, die Zwiebeln fülle ich mir hier in eine Schüssel um. Die hat heute auch ausnahmsweise mal die richtige Größe. Merkt euch also diesen Tag im Kalender an. So, und dann habe ich hier jetzt ein paar Jalapenos. Die hacke ich jetzt auch gerade einfach durch. Ob ihr da frisch oder eingelegte habt, das ist gerade egal. Funktioniert beides. Sind ja auch nicht übertrieben viel. Soll ja nur so leicht kitzeln. So, wunderbar. Jalapenos kommen mit an die Zwiebeln. Jetzt würze ich das Ganze noch. Da verwende ich einfach hier die Rub, die ich sowieso jetzt gleich verwenden werde. Das ist die Beef Rub von Pitmaster X.
Gehen wir ein bisschen was dran. Salz, Pfeffer, Zucker, Knoblauch. Die üblichen Verdächtigen. Einmal alles gut durchmengen. So, und zu guter Letzt habe ich jetzt einfach hier noch ein klein wenig Salat. Der wird einfach wirklich super fein geschnitten. Alles klar. So, die Zwiebeln kann ich beiseite stellen. Jetzt kümmern wir uns noch eben schnell um unser Hackfleisch. Denn das möchte ich gerne vorportionieren. Wir haben hier 530 Gramm. Wir machen drei Burger. Natürlich machen wir Double Smashed Burger, also immer mit zwei Patties. Bedeutet also, so ein Patty sollte um die 85 Gramm haben. Deswegen habe ich mir hier meine Küchenwaage hingestellt. Und da wiege ich mir das Fleisch jetzt entsprechend ab. So, und wenn ich das dann habe, dann forme ich gerade Kugeln daraus. Setze die hier auf den kalten Teller. So. Fleisch fertig portioniert, stelle ich wieder kalt und wir starten jetzt den Bandit. So, Zeit, mein Muestra Barbecue Bandit zu starten. Da habe ich Holz reingestapelt und da gehen wir jetzt einfach hin und starten das Teil. Es würde jetzt so gute 5 Minuten dauern, bis wir Kohle haben. Dann werfe ich die Dinger hier rein und dann können wir es starten, unsere Smashburger zu machen. Ich habe schon eine gusseiserne Pfanne mit auf die Barbecue-Disc gestellt, dass die jetzt quasi, während dann die Glut entsteht, auch schon mal heiß werden kann. Da werden wir dann später die Zwiebeln drin machen. So, kurz später ist der Bandit ordentlich vorgeheizt. Ihr seht, wir haben ordentlich Flammen. Ich habe hier die gusseiserne Pfanne schön über die Flammen gepackt. Die dürfte jetzt also auch ordentlich Temperatur bekommen haben. Da hinein gebe ich jetzt meine klein geschnittenen Zwiebeln. Oh ja. Und damit das Ganze ein klein bisschen mehr Fahrt aufnimmt, habe ich hier eben noch ein Stück Butter. Das geben wir auch mit dazu. So, lassen die Zwiebeln jetzt schön in der Pfanne anbraten. Braucht jetzt so gute 5 Minuten und dann geht's weiter. So, kurze Zeit später bei Bullenhitze sind die Zwiebeln schon soweit. Die sollen ja nicht braun werden, sondern wir wollen sie ja nur weich bekommen. Die stelle ich jetzt hier schon mal beiseite. Die bleiben ja hier auf der Barbecue-Disc stehen und daran kommt jetzt der versprochene Ahornsirup. Und glaub mir, wenn das jetzt so richtig schön einköchelt, vor sich hinzieht, das wird ein Topping für den Burger. Es wird ein absoluter Traum. So, stelle ich jetzt mal hier drüben hin, denn wir haben hier die Hitze und da kann es dann jetzt einfach eben ganz gemütlich warm bleiben und vor sich hin köcheln. Und wir können uns jetzt endlich ums Fleisch kümmern. So, wir starten damit, dass wir den Bacon eben auf die Barbecue-Disc packen. So, und ihr könnt sehen, da geht es richtig ab. Der Bacon ist quasi im Nu fertig. Leg den auch schon direkt jetzt hier vorne beiseite, dass er aus der Hitze rauskommt. Hier ist ordentlich Hitze am Start. Wie sehr möchten Sie Ihre Barbecue-Disc imprägniert haben? Ja. So Leute, jetzt kommt unsere Fleischstücke zum Einsatz. Die legen wir schön hier auf die Platte drauf. Und dann nehmen wir uns den Smasher und dann wird gesmashed. So, das Fleisch wird gerade ein bisschen gewürzt. Da verwende ich, wie gesagt, die Beef Rub von Pitmaster X. So, und dann kann auch schon gewendet werden. Schaut euch das mal an.
Und wenn es gerade gedreht ist, legen wir direkt den Cheddar mit drauf. So, dann stapel ich jetzt eben noch schnell die Smash Burger aufeinander. So, und zu guter Letzt habe ich hier die Brioche Buns. Die wandern jetzt außen noch auf die Barbecue-Disse, dass wir so ein klein wenig aufknuspern können. Bitte nicht nach innen ziehen, denn innen ist die Hitze so hoch, dass sie euch sofort verbrennen würden. So, die Pfanne stelle ich mir nochmal hier auf die Glut. Und die Brioche Buns sind schon soweit. Können wir abräumen. So Leute, Zeit, die New Yorker Smash Burger zusammenzubauen. Wir starten also mit den Unterseiten von den Brioche Buns. Darauf kommt von uns, guckt euch an, wie die steht, das ist großartig, von unserer selbstgemachten Aioli und zwar nicht zu knapp. Dann natürlich ein wenig Salat, wir haben ihn ja extra aufgeschnitten, dann soll man ihn auch benutzen. Weiter geht es mit den Smashed Patties, beziehungsweise den Double Smashed Patties, weil wir haben ja nicht nur eins, sondern direkt zwei. Natürlich darf Bacon auf einem anständigen Burger nicht fehlen. Wie gesagt, drei Scheiben habe ich versprochen, drei Scheiben wird es geben. Der ist richtig schön kross. Sonst zu guter Letzt habe ich hier meine Zwiebeln mit den Jalapenos in Ahornsirup. Und die kommen jetzt hier oben noch auf den Burger drauf. Dann haben wir die Oberseiten. Da wir noch ein bisschen Aioli über haben. Und das ist ja eine Aioli mit frischem Ei. Das heißt also, die bitte möglichst zeitnah aufbrauchen. Jetzt nicht eine Woche im Kühlschrank stehen lassen. Das wäre keine gute Idee. Deswegen, jetzt ist sie da. Dann wird sie auch verwendet. Und damit ist er fertig. Der Double Smashed New York Burger. Ja, Leute, dann ist jetzt der großartige Moment gekommen. Der New Yorker Double Smashed Burger will natürlich auch probiert werden. Ich schnapp mir den Apparat mal und sage sehr zum Wohl. Diese geilen Smashed Patties mit dem Käse. Dann die Aioli und obendrauf diese süßen Zwiebeln. Ich werde hier nochmal, wisst ihr, aus Forschungsgründen. Leute, das ist ein unfassbar leckerer Burger. Die Kombination der Zutaten passt wirklich hervorragend zusammen. Der krosse Bacon, dann diese krossen Double Smashed Patties mit dem Käse dazwischen. Ein absoluter Traum. Leute, das ist ein unfassbar leckerer Burger. Die ganzen Zutaten passen hervorragend zusammen. Die Aioli zusammen mit diesen krossen Bacon und den krossen Patties mit dem Käse dazwischen. Ein absoluter Traum. Den solltet ihr auf jeden Fall nachmachen. Ist mal wirklich ein anderer Burger. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß bei und ich hoffe, ihr habt auch Spaß an dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich vielmehr über einen Daumen nach oben und freue mich in den Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten des Kanals sind, könnt ihr es gerne unten auf kostenfreier Ehrengriller-Basis nachholen. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, der hat hier von einer Insta-Story gesehen. Schaut da sehr gerne vorbei. Da seid ihr einfach immer näher dran. Das war's für dieses Mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ganz viel Spaß beim Nachgrillen. Macht's gut. Euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.